Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video Aufgabe 2 auf Übungsblatt 3 an. Das ist die Bowling-Simulation gewesen. Und hier heißt es eben, man soll ein C-Sharp-Konsolenprogramm erstellen, mit dem bis zu 10 vom Computer simulierte Spieler eben gegeneinander im Bowling antreten sollen. Und dann werden hier eben die Regeln für Bowling mehr oder weniger beschrieben. Darauf möchte ich jetzt auch gar nicht großartig eingehen, genauso hier zur Berechnung der Punkte. Also hier geht es bloß darum, wenn man ein Spare hat, wird eben der nächste Wurf nochmal drauf gezählt auf die aktuelle Punktzahl. Wenn man einen Strike hat, dann werden eben die beiden nächsten Würfe nochmal auf die aktuelle Punktzahl draufgerechnet. Und also die üblichen Bowling-Regeln auch. Also wer sie noch nicht kennt, die kann man eben hier nochmal kurz nachlesen. Und dann heißt es hier eben unter anderem, dass man den Punktestand eines Spielers auf der Konsole ausgeben soll. Eben X für Strikes, ein Slash für Spares. Und hier haben wir nochmal dieses Schaubild in der Übersicht. Und hier sehen wir auch, dass wenn man nichts getroffen hat, steht da nicht 0, sondern eben ein Strich. Das habe ich jetzt hier noch vergessen anzugeben bei dieser Übung, aber nichtsdestotrotz. Hier heißt es dann noch, überlegen Sie sich, welche Klassen Sie für die Lösung einsetzen möchten, damit Sie einen guten Grad an Kapselung erreichen und das Single Responsibility Principle einhalten. Weiterhin können Sie Vererbung und insbesondere virtuelle Methoden einsetzen, um unterschiedliches Verhalten zu modellieren. Beispielsweise, wenn Strikes in der letzten Runde geworfen werden. Und wenn ein Spieler einen Wurf macht, soll man das eben mit System Random simulieren, wie viele Pins umgefallen sind. Ja, und dann möchte ich kurz noch zeigen, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe, wie man das modellieren kann. Ich schiebe hier Visio mal auf die rechte Seite und die Aufgabe hier auf die linke. Und dann kann man das bestimmt noch ein bisschen kleiner machen, so, damit wir hier mehr sehen. Also an welche Klassen denke ich hier? Man hat natürlich ein Bowling-Spiel. Können wir ja den Text etwas größer machen. Und was man natürlich auch hat, ein Bowling-Spiel besteht aus mehreren Runden. Das heißt, ich werde irgendwie ein Rundenobjekt haben und die beiden kennen sich eben. Und ein Bowling-Spiel, dazu gehören natürlich letztendlich auch irgendwie Spieler. Und je nachdem, wie man es modelliert, ich habe es eben so gemacht, dass die Runde auch alle Spieler kennt. Und wenn eine Runde eben gespielt wird, dann sorgt dieses Objekt letztendlich dafür, dass alle Spieler zum Zug kommen und ihre ein oder zwei Würfe machen und eventuell drei, wenn es die letzte Runde ist. So. Und dann kriegt natürlich jeder Spieler, hier sieht man es ja in diesen Kästchen hier auf der linken Seite, Moment, mal hier etwas näher ranzoomen, dann sehen wir hier, dass eben pro Runde kriegt ein Spieler ein solches Kästchen letztendlich. Ne? Da steht dann drin, welchen Würfe er gemacht hat. Also es kann eben sein, dass er zwei hat und er kriegt hier, wie in diesem Fall, kein Spare oder man hat zwei und schafft dann quasi mit dem zweiten Wurf einen Abräumer, was dann ja der sogenannte Spare ist. Oder er macht sogar bloß einen Wurf und damit den Strike. Das heißt, man hat sozusagen sogenannte, also wie Rundeninfos würde ich das jetzt mal hier kurz bezeichnen. Und ein Spieler hat eben diese Rundeninfos und auch eine Runde weiß, welcher Spieler welchen Score gemacht hat. So, und eine Rundeninfo, die kann dann eben aus Wurfinfos letztendlich bestehen.
Also wenn man eben einen Strike hätte, hat man bloß eine Wurfinfo bei dieser Rundeninfo. Das sieht man ja hier, da steht bloß eine hier oben. Also eine Wurfinfo entspricht quasi immer der oberen Zeile, ein Element dieser oberen Zeile in so einem Kästchen. Und was weiß ich, in dem Fall hätte ich hier eben zwei Wurfinfos, wo jedenfalls die 3 drin steht. Hier hätte ich eben, einmal hat er nichts getroffen, einmal eben 6. Und so in etwa würde ich das Modell aufbauen, in dem letztendlich die Daten für ein Bowling-Spiel gespeichert werden. So ganz grob. Also das hier ist natürlich eine 1-zu-n-Beziehung, weil eine Rundeninfo eben mehrere Wurfinfos enthalten kann. Und wichtig ist auch, das möchte ich auch noch erwähnen, die Wurfinfos müssen sich untereinander kennen. Was heißt das? Wenn ich einen Strike werfe, dann muss dieses Wurfinfo-Objekt wissen, wie die nächsten beiden Würfe ausschauen, weil das nämlich den Wert für für die Gesamtpunktzahl beeinflusst. Wir wissen ja, beim Spare zählt sozusagen der nächste Wurf hier nochmal dazu. Also er hat hier sozusagen in dieser Runde nicht nur 10 Punkte gut geschrieben bekommen, sondern sogar 19, weil eben da er hier einen Spare hatte, dieser Wurf 9 nochmal extra hier hinzugezählt wird. Das kann man auch hier ablesen. Wir haben hier eben nicht 48 plus 10, das wäre 58 wäre, sondern wir haben hier 48 plus 19, das ist dann 67. Und genauso muss eben ein Strike auch nicht nur den nächsten Wurf, sondern die nächsten beiden kennen. Das sehen wir auch hier. Hier rechnen wir auf die 41 eben nicht nur 10 drauf, damit wir bei 51 sind, sondern eben auch noch diese 8. Das kann man ein bisschen schlecht lesen. Man könnte vermuten, es ist eine 3, aber es ist tatsächlich eine 8. Okay, das heißt, Wurfinfos müssen auch noch Informationen für das nächste Objekt und den vorherigen Wurf am besten auch haben, weil wir sehen hier unten, dass standardmäßig eben der Total Score hier hochgerechnet wird und das könnte man dann eben gleich so verbinden. Okay, dann schauen wir uns mal direkt die Lösung an. Das Programm ist leider so groß geworden, dass ich mir nicht gedacht habe, dass es sinnvoll ist, das direkt live zu implementieren, weil das doch einfach eine sehr lange Zeit gedauert hat. Also ich habe, glaube ich, 5-6 Stunden an dieser Lösung jetzt gesessen, damit die so ist, wie sie aussieht. Und wenn ich da nebenbei mit aufnehme, dann wird das Video einfach zu lang. Okay, schauen wir uns einfach mal direkt an, wie das Ganze funktioniert, indem wir es hier ausführen. Also, wir haben hier jetzt ein Grid eben gerendert und haben hier direkt den ersten Wurf ausgeführt. Und wir sehen hier eben, dass Spieler 1 hat zweimal die 4 geworfen und damit 8 Punkte. Spieler 2 hat einen Spare erreicht und Spieler 3 sogar einen Strike. Und das ist wirklich Zufall jetzt. Also ich habe hier diese Werte nicht hardcodiert. Und wenn ich jetzt irgendeine Taste auf der Tastatur drücke, dann geht es eben weiter. Dann sehen wir jetzt hier eben, er hat jetzt hier bloß einen geschafft und ist jetzt bei 9. Und hier sehen wir eben, dass zu dieser 10 noch die erste 3 hinzugerechnet wird, sodass wir bei 13 sind und insgesamt nach Wurf 2 eben bei 19. Und hier wird eben 5 und 2 nochmal zusätzlich dazu gerechnet. Das heißt, wir sind hier bei 17 und ihr bei 24. Spieler 3 ist vorne. Genau, und dann geht das eben so weiter. Also jedes Mal, wenn ich Enter drücke, wird sozusagen eine komplette Runde gespielt und auf diesem Scoreboard eingetragen, auf der Konsole. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen größer machen. Das habe ich gerade vergessen. Und dann gehen wir mal weiter und sehen hier eben, dass sukzessive eben diese Tabelle hier aufgebaut wird. Und am Ende hat Spieler 3 gewonnen und Spieler 2 hat hier ja mal voll den Faden verloren. Bloß noch Blödsinn geworfen. Okay, und wenn das eben
beendet ist dieses Spiel, dann geht man mit Enter aus der Applikation raus. Und dann schauen wir uns mal die wichtigsten Klassen gleich an. Wie wir hier an der Seite sehen, habe ich hier, weil die Lösung doch sehr umfangreich ist, einen Ordner Core und einen Ordner User Interface erstellt. In Core ist eben die reine Logik drin, die zur Berechnung und Modellierung dieses Bowling-Modells wichtig ist. Hier findet man aber nirgendwo einen Aufruf zu console.readline oder writeline oder was auch immer. Das befindet sich alles hier eben im User Interface. Hier sind verschiedene sogenannte Renderer und andere Klassen, die diese Renderer benutzen, um eben das Spielfeld oder diese Tabelle zu zeichnen und eben die einzelnen Einträge in diesen Tabellenzellen darzustellen. Ja, und dann schauen wir uns doch einfach direkt mal die Klasse Bowling Game an, die hier unten ist. Diese Bowling Game Klasse, die verbindet sozusagen die Runden. Dieses Interface liegt eben in Core. Das sieht man auch hier an den Abhängigkeiten, dass wir eben hier eine Abhängigkeit zu Core haben. Und dieser Bowling Score Renderer ist einfach die Ansprechklasse für aus dem User Interface. Und wenn dieses Bowling-Spiel läuft, dann wird dem Renderer gesagt, dass er bitte eine neue Tabelle rendern soll. Und dann werden alle Runden durchlaufen. Jede Runde wird gespielt. Dann werden die Infos, die in dieser Runde entstanden sind, eben in die Tabelle gerendert mit Update Score Table, und dann warten wir auf eine Eingabe, wie wir hier unten sehen. Genau, und dann schauen wir uns eben auch gleich nochmal die Runde an, dieses Interface. Was haben wir hier? Wir haben hier eben ein Identifier, welche Rundennummer diese Runde hat. Also da würde dann eben 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis zur Runde 10 drin stehen. In diesem Dictionary stehen die Spieler, Werte drin. Also eigentlich sollte ich hier sogar ein I-Dictionary verwenden, wenn ich hier auf Interface-Ebene bin. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer gegen Interfaces, wenn möglich, implementieren und nicht gegen konkrete Klassen. Und deswegen schauen wir auch direkt mal in die Round, weil hier jetzt eben der Fehler sein wird. Wir müssen hier eben iDictionary mit angeben. So. Ja, und dieses Dictionary, wo eben diese Scores von den verschiedenen Spielern enthalten sind, das ist eben hier oben direkt erstellt in dieser Klasse. Ansonsten bekommt eine Runde eben eine Nummer, eine Liste von Spielern, die an dieser Runde teilnimmt, und eine sogenannte Score Info Factory. Was ist denn eine Factory, werden Sie sich jetzt fragen. Das ist ein Entwurfsmuster, ein Design Pattern, mit dem wir sozusagen zu einem Interface ein Objekt erstellen können. Wir wissen ja, wir können nicht Neo direkt auf Interfaces aufrufen, aber wir können eben diese Score Factory einsetzen. Das mache ich hier unten, um eben ein Score Info Objekt für den aktuellen Spieler zu erstellen. Und dieses Score Info Objekt gebe ich dem Spieler eben, wenn ich bei ihm Play Round aufrufe. Und hier werden dann eben die Ergebnisse, die der Spieler erzielt hat, in dieses Dictionary eingefügt. Ne, das sind diese hier oben, die wir gerade angeschaut haben. Okay. Dann schauen wir uns natürlich direkt mal den Spieler an.
Dazu gibt es natürlich auch ein Interface. Ein Spieler hat eben einen Namen. Der Spieler kann natürlich eine Runde spielen. Und wir haben eben auch hier sogenannte iRoundScore-Info-Objekte. Auch das Interface schauen wir uns nochmal kurz an. Das sind einfach bloß die Informationen, die letztendlich hier eben drinstehen. Also wenn wir das tatsächlich so nachgebildet hätten, hätte eben der Spieler Tiff eben am Ende des Spiels 10 Round, iRoundScore-Info-Objekte. Und die finden, also diese 10 Objekte hier findet man eben in dieser Liste wieder. Okay, dann schauen wir direkt mal in die Klasse Spieler. Hier wird es nämlich interessant. Wir sehen hier, dass diese Roundscore-Infos, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden hier direkt mit einer neuen Liste initialisiert. Ansonsten bekommt ein Spieler, wenn er erstellt wird, eben einen Namen und eine Instanz von Random. Mit diesem Random wird letztendlich bloß der Wurf simuliert. Das habe ich hier in dieser privaten Methode ThrowBall eben implementiert. Und hier wird einfach RandomNext aufgerufen mit Number of remaining pins plus 1, weil ja eben die obere Grenze bei Random exklusiv ist. Ich möchte sie bei diesem Aufruf aber eben mit eingeschlossen haben. Dann schauen wir doch direkt mal auf die PlayRound-Methode, die wir hier haben. Also wir kriegen hier besagtes Score-Info-Objekt, eben wenn die Runde uns aufruft. Das passiert hier unten, wie wir gerade gesehen haben. Und hier heißt es einfach, dass bei Perform Throws, das ist eben, er soll dann so oft werfen, wie er kann. Das schauen wir uns mal an, wie das passiert. Wir setzen hier eben die Anzahl der Pins am Anfang auf 10, weil man ja eben 10 Kegel am Anfang treffen darf. Und dann gehen wir letztendlich in eine While-Schleife rein, bei der is allowed to throw eben standardmäßig auf true steht. So, und jetzt denkt man sich natürlich, hier könnte man direkt die Logik reinbringen, in der eben festgelegt ist, dass er, wenn es eine normale Runde ist, eben maximal zweimal werfen darf, aber nur dann, wenn es kein Strike war, und in der letzten Runde eben dreimal, wenn er da einen Strike oder einen Spare geschafft hat. Das habe ich aber ausgelagert. Das alles wird bei Record Throw, wenn ich das, also quasi, er wirft einmal eine Kugel und kriegt dann eben eine Anzahl von Kegeln, die gefallen sind, zurück. Und diese Anzahl von Kegeln wird jetzt diesem Score-Info-Objekt, von dem wir gerade auch schon gesprochen haben, eben übergeben mit der Methode RecordThrow, die hier ausgelöst wird. Und von dieser Methode kriegt er jetzt zurück, auf wie viele Pins er beim nächsten Wurf noch werfen darf. Also der Spieler oder das Spielerobjekt selbst weiß gar nicht genau, wann er abbrechen soll. Er weiß es nur dann, wenn er eben hier die Anzahl von Pins gleich 0 zurückgibt, dann sagt er, okay, jetzt darf ich nicht mehr werfen. Dann sagt er hier eben, is allowed to throw, is false, und verlässt damit diese While-Schleife. Und wir kommen dann eben wieder zurück zu Play Round. Und dann wird eben Add Reference to Score Info aufgesetzt. Was hier gemacht wird, ist prinzipiell erstmal das hier unten ist das Wichtige. Es wird eben dieses Score Info Objekt, wogegen wir eben hier eben immer unsere Ergebnisse der umgeworfenen Kegel sozusagen registriert haben mit diesem Record-Throw-Aufruf. Das wird hier in diese Liste eingefügt, diese Round-Score-Infos, wenn ein Spiel oder wenn eine Runde für einen Spieler vorbei ist. Also dann würde letztendlich, wenn man das sich hier wieder visuell darstellt, würde hier ein neues Kästchen zu dieser Liste hinzukommen. Was auch noch gemacht wird, ist, dass diese Throw-Info-Objekte, also die hier unten, von denen ich diese Wurf-Info-Sachen,
mit denen ich vorhin schon gesprochen habe, die werden jetzt verlinkt. Das heißt, das letzte Objekt, das eben in dieser Liste drin steckt, das wird genommen und eben die letzte Wurfinfo, die hier mit enthalten ist, wird eben rausgeholt und mit der ersten Wurfinfo verknüpft. Also wenn man es wieder visuell darstellen soll, das geht, glaube ich, viel besser. Wenn ich jetzt sozusagen diesen Wurf 3-3 hier gemacht hätte, mal rein hypothetisch, dann ist das Score-Info-Objekt eben repräsentiert durch dieses ganze Kästchen. Und wenn wir nochmal auf diese Round-Score-Info eben gucken, dann sehen wir hier eben diese Record-Throw-Methode, von der ich schon gesprochen habe. Und dann gibt es ja noch andere Sachen. Dieses Round-Score-Info-Objekt weiß eben, zu welchem Spieler es gehört und welcher Total Score dahinter steckt und welche Throw-Infos eben mit eingetragen sind. Und eine Throw-Info entspricht letztendlich hier einer Zahl in dieser oberen Reihe. Genau. Und was jetzt eben gemacht wird, ist, wenn ich dieses Round-Info-Objekt neu habe, dann nehme ich mir diese 3 und diese 6 und sage, 6, der nächste Wurf, den es gibt, das ist eben diese 3. Und zur 3 sage ich, der Wurf, der vor dir dran war, das ist die 6. Und genau das passiert eben hier in dieser If-Abfrage. Ich hole mir eben diese entsprechenden Throw-Infos. Das passiert so. Und dann sage ich bloß Last Throw-Info. Establish all references with Next. Und gebe eben diese 3 im bildlichen Sinne gesprochen mit an hier. Genau, das passiert in der Spielerrunde. Und dann ist natürlich die nächste Frage, was passiert denn jetzt bei Record Throw? Weil das ist jetzt wirklich interessant, weil wenn er hier eben 10 schafft, direkt beim ersten Wurf, dann muss diese Record Throw Methode ja sozusagen hier einen Strike eintragen bei den Score Infos und hier 0 zurückgeben. Hat er aber eben, was weiß ich bloß, beim ersten Wurf einen nur 8 Pins beispielsweise getroffen, dann würde hier eben 8 eingetragen werden und hier kommen dann noch 2 zurück und auf diese restlichen 2 darf er eben beim zweiten Mal werfen, davon kann er zum Beispiel einen noch umnocken, dann wird dieser eine zusätzliche ebenfalls noch in der Score-Info mit definiert und hier würde dann aber 0 zurückkommen, zweiter Wurf, normale Runde, das heißt für ihn wäre hier dann das Ende. Deswegen schauen wir jetzt doch direkt mal in diese Klasse RoundScore-Info auf diese Record-Throw-Methode. Auch hier passiert noch nicht das Wichtige. Also hier passiert schon was Wichtiges, aber auch hier sehen wir wieder das Factory-Pattern im Einsatz. Und zwar ist das eine Abstract Factory. Wir bekommen im Konstruktor dieses Objekts eine Liste von iThrowInfoFactory-Objekten. Das sind die sogenannten ThrowInfoFactories, die ich mir eben hier in diesem Feld festhalte beim Konstruktor. Und diese ThrowInfoFactories, die haben eine Methode, die heißt checkIfFactoryAppliesToSituation. Und dieser Methode gebe ich eben diese ThrowInfos, die ich jetzt schon habe, also die sind ja Teil der Klasse, wie man hier einfach am Underscore sieht, und eben diese Number of Pins, die der Spieler mir gerade übergeben hat, die er beim jetzigen Wurf eben umgelegt hat. Und dann habe ich eben für dieses Interface verschiedene Subtypen gebaut, die eben eingesetzt werden, wenn
oder je nachdem, wie die aktuellen Throw-Infos ausschauen und wie viele Number of Pins umgelegt wurden. Schauen wir uns doch mal diese Normal Throw Info Factory an. Diese hat eben implementiert dieses Interface, wo eben auch Check if Factory applies to Situation mit dabei ist. Und diese Methode leitet es einfach hier weiter. Also, wenn der Count der Pins, oder Entschuldigung, die Anzahl der bestehenden Würfe noch 0 ist, das heißt, der Spieler hat jetzt gerade zum ersten Mal geworfen, dann muss die Anzahl der Pins kleiner als 10 sein, damit diese Factory zutrifft. Oder es ist eben der Fall, dass schon einmal geworfen wurde und dass beim ersten Wurf die Anzahl der Pins, die eben gefallen sind, und die Anzahl der jetzigen Pins kleiner als 10 sind. Also letztendlich ist das hier die Angabe, dass wir keinen Spare haben. Genau dann tritt eben diese Throw-Info-Factory, würde passen. Also anders gesagt, eben wenn er jetzt hier diese 3 geworfen hatte, diese 1er, beim ersten Wurf, dann würde diese Factory zupassen und genauso auch hier hinten, weil dann eben jeweils diese Situation, die ich hier unten gerade beschrieben habe, zutrifft. Und dann schauen wir nochmal kurz zurück, was denn hier eigentlich genau gemacht wird. Was ich hier einsetze, ist wiederum Link. Das haben wir auch vorhin schon kurz gesehen beim Last-Aufruf auf die Liste, und dieses Single sucht eben genau eine Factory raus, die auf diese Situation zutrifft. Genau eine. Und wir können ja mal die ganzen Klassen anschauen, die dazu gehören. Und dazu mache ich mal ein neues Klassendiagramm. Und wir holen uns mal dieses Throw-Info-Factory-Interface hier mit rein. Und dann eben die ganzen Factories, die zu diesem Interface gehören. Hier haben wir noch die Normal-Throw-Info-Factory, Spare und den Strike. Also nochmals, ich habe sozusagen anstatt ein riesiges If-Else-Abfragekonstrukt in dieser Player-Klasse hier einzurichten, bin ich in der letzten Runde. Habe ich einen Strike geworfen? Habe ich einen Spare geworfen? Und so weiter. Habe ich das einfach auf diese Objekte hier verteilt. Und mit dieser besagten Check if Factory applies to Situation Methode kann man eben abprüfen, ob eine Factory zu einer bestimmten Situation passt. Oder anders ausgedrückt, in dieser Methode wird als booleischer Wert zurückgegeben, ob ich ein entsprechendes Throw-Info-Objekt erstellen kann. Also Throw-Info war ja diese Wurf-Info hier unten. Und wir sehen hier eben, dass die unteren drei Factories, die sind eben für die Runden 1 bis 9 zuständig.
Die werden eben eingesetzt, solange wir nicht in der letzten Runde sind. Und eben ein normaler Wurf entstanden ist, ein Strike oder ein Spare. Und wir haben ja aus dem Angabentext rausgelesen, dass diese Objekte hier eben in der letzten Runde die Spare und die Strikes anders gehandhabt werden müssen, weil wir eben nur in den ersten 1 bis 9 Runden wirklich den Fall haben, dass wenn ein Strike kommt, diese Sachen eben neu berechnet werden müssen mit eben dem Wert, der beim nächsten Wurf noch hinzukommt. Das gilt in der 10. Runde eben nicht. Aber dafür hat man ja bis zu 3 Würfe dann in der 10. Runde. Genau, und anhand der aktuellen Situation wird eben eine dieser Factories auf ausgewählt. Also nehmen wir mal beispielsweise eben zurück zu dieser Normal Throw Info Factory. Was wird dann eben zurückgegeben, wenn dieses Create Throw Info aufgerufen wird? Und dann wird eben nochmal in Guard Clauses überprüft, ob wir auch tatsächlich im richtigen Fall sind. Und wir gucken dann eben, hat der Spieler schon einmal geworfen? Anders ausgedrückt, ist die Anzahl der Wurfinformationen eben schon größer als 0. Falls das der Fall ist, dann darf er eben nicht nochmal werfen. Number of remaining pins wird dann eben 0. Oder er darf nochmal auf 10 minus die Anzahl der Pins, die er umgeworfen hat, nochmals werfen. Und dann wird eben ein Throw Info Factory Result zurückgegeben. Das ist einfach bloß ein Objekt, das eben eine Throw Info und die Number of remaining pins hier enthält. Also wir können auch uns diese Klasse nochmal angucken, die ist wirklich total langweilig. Wir kriegen hier eben ein Throw Info Objekt. Wobei Base Throw Info eben die Abstraktion für diese Wurfinformationen sind. Und hier kriegen wir eben Number of Pins for next throw in this round. Und das wird dann eben wieder von Round Score Info. Das wollte ich gar nicht. Round Score Info. Das wird hier eben wieder verwendet, wenn wir hier Create Throw Info aufgerufen haben. Dann wird eben auch hier dieses Throw Info Objekt eben mit übergeben und verlinkt mit den vorherigen, aber eben nur die in diesem Round Score Info Objekt existieren. Und hinzugefügt und hier wird dann eben das Ergebnis für den Spieler jeweils zurückgegeben. Und das Wichtige ist eben, diese RoundScoreInfo-Klasse wird sowohl für die Runden 1 bis 9 als auch 10 benutzt. Wir sehen nämlich hier, dass diese ThrowInfoFactories ja über den Konstruktor übergeben werden. Das heißt, Runde 10 hat einfach diese oberen 3 Factories. Und Runde 1 bis 9 nutzt eben diese unteren 3 Factories. Und so ist das Ganze eben aufgebaut. Und diese Factory entscheiden eben, für die jetzige Situation trete ich ein. Also dafür bin ich zuständig. Das wird eben nochmal über dieses Check if Factory applies to Situation aufgerufen. Da kriege ich eben diese Factory zurück. Und über diese Factory erstelle ich mir dann tatsächlich diese Wurfinformation. Die kriege ich eben hier im Factory Result Throw Info zurück. Und dann schauen wir uns nochmal diese Throw Info Klasse an. Die ist natürlich auch interessant. Das ist eben die Basisklasse für alle Wurfinformationen. Wir sehen hier, wir haben eben hier diese doppelte Verlinkung. Das heißt, ich kenne die nächste Wurfinformation und die vorherige Wurfinformation. Und der Konstruktor dieser abstrakten Klasse ist natürlich protected und kriegt bloß den Score für den aktuellen Wurf sozusagen mit rein und hält es eben in dieser
in diesem Feld hier fest. Dann gibt es noch diese Methode Establish All References with Next. Das heißt, wenn ich eine Info reinbekomme, dann kann ich eben sagen, die Next-Info für mich ist dieser Parameter und für die nächste Info die vorherige sozusagen, das bin ich selbst. Also da wird eben diese doppelte Verlinkung hergestellt. Und was eben noch wichtig ist, ist dieses Total Score. Das ist abstrakt, damit eben ableitende Klassen diesen Total Score verschieden implementieren können. Man kann dann auch noch natürlich auf den reinen Throw Score von diesen Throw Infos zugreifen. Und hier sind noch drei Hilfsmethoden, die eben teilweise für den Strike und für den Spare gebraucht werden. Und diese hier oben, Get Total Score of Previous Throw, wird hier eben auch eingesetzt. Gut, dann schauen wir uns nochmal den Normal Throw eben an. Also hier habe ich sozusagen auch gerade noch einen kleinen Fehler entdeckt. Wenn ich mir hier diese Methode anschaue, hier muss ich eigentlich Null zurückgeben, nämlich 0. Aber das ist nur ein kleiner Fehler. Also, diese Methode, von der ich auch gerade gesprochen habe, Get Total Score of Previous Throw, hier kann ich eben mir den Total Score bis zum vorherigen Wurf eben holen. Und wenn ich das eben kann, es kann ja sein, dass vor mir ein Strike war und der muss erst seinen aktuellen Wert berechnen, dann geht das natürlich nicht. Das wird dann auch im Scoreboard so angezeigt, dass es leer bleibt. Und ansonsten rechne ich einfach bloß meinen Throw Score mit dazu. Damit kann man dann eben diesen besagten Total Score bemessen. Und wir sehen auch, ich habe hier toString überschrieben, damit wir dann einfach die Zahl zurückgeben. Oder eben, falls der Throw Score 0 ist, also dass er gar keine Pins getroffen hat, wird hier eben dieser Strich bloß zurückgegeben, so wie wir es hier auch eben gesehen haben, beispielsweise hier oben. Ja, dann kommen wir zum Spare. Der muss natürlich auch noch den Score vom nächsten Wurf sich holen. Und dieser, wenn diese Werte eben verfügbar sind, es kann ja sein, dass der nächste Wurf noch gar nicht stattgefunden hat, dann kann man eben das so berechnen, dass wir eben den Total Score vom vorherigen Wurf nehmen, unseren aktuellen Throw Score dazu rechnen und eben noch den Wert des nächsten Wurfes. Und so wird eben das sukzessive aufgebaut, also die Strike-Throw-Info ist dann eben genauso, bloß dass sie eben sich nicht nur den nächsten Wurf, sondern auch noch den übernächsten holt. Und wenn diese Werte eben alle da sind, dann werden die einfach addiert, wie man hier sieht. Und toString gibt hier eben das x für den Strike zurück. Also man sieht es quasi auch, es gibt mehrere Klassen für diese Wurfinfo, die ich hier eingezeigt habe. Die Basisklasse ist eben dieses BaseThrowInfo und davon leiten eben alle anderen Klassen ab, wie eben SpareThrowInfo, NormalThrowInfo, StrikeThrowInfo und dann habe ich eben nochmal einen LastRoundSpareInfo, weil die sich beim TotalScore eben anders verhält als der normale Spare. Und genauso eben beim Strike. Die verhalten sich auch jeweils anders. Also ich habe sozusagen fünf Klassen, die nochmal von dieser BaseThrowInfo ableiten, aber eben diese Standardfunktionalität hier nutzen. Und damit man das Ganze einfach nochmal dynamisch sieht, wie funktioniert das denn jetzt, lassen wir dieses Bowling-Spiel nochmal rennen und die backen durch. Das heißt, wenn ich hier Run aufrufe, dann bin ich jetzt eben in dieser Methode hier
Und ich sage dann eben bloß Renderer render new score table. Das schauen wir uns später an. Was hier passiert ist, ist, dass im Prinzip dieses Skelett ohne Einträge schon mal gezeichnet wird. Dann gehen wir eben diese Runden durch. Und wir sagen jetzt eben Runde Spiel, das bitte mal. Wir sagen eben dann im Rundenobjekt für jeden Spieler, den ich eben kenne, den hat die Runde per Konstruktor bekommen, laufen wir eben für jeden Spieler durch, erstellen für den Spieler eine Score-Info. Das geht eben mit dieser Factory-Methode auch. Also wir kriegen hier sozusagen etwas vom Typ eines Interfaces von dieser Methode zurück. Wir landen aber letztendlich hier in der sogenannten RoundScoreInfoFactory und die gibt eben ein konkretes Objekt für dieses Interface zurück, wie wir hier sehen. Und das ist eben das Entwicklungsmuster oder das Design-Pattern, was dahinter liegt, ist einfach die Abstract Factory. So, dann kann der Spieler eben seine Runde spielen. Also auch hier landen wir dann eben bei Player, Play Round. Hier führt er eben seine Würfe durch. Da gehen wir mal rein. Am Anfang sagen wir, er darf auf 10 Pins werfen und fängt dann eben an, wirft den Ball. Das ist bloß dieser Random Next Aufruf. Hier sehen wir, er hat gerade 9 Pins umgeworfen und dann wird eben Score Info Record Throw aufgerufen. Und wir suchen uns jetzt eben aus diesen Throw-Info-Factories mit der Single-Methode die eine raus, auf die eben dieser Lambda hier zutrifft. Und was passiert letztendlich bloß? Wir rufen eben check if factory applies to situation und geben hier die Throw-Infos und Number of Pins an. Also was wir hier haben, ist einerseits Closure in diesem Lambda. Das ist diese Number of Pins. Das ist eigentlich der Parameter der äußeren Methode. Sieht man hier. Und ja, wir haben hier mal eine anonyme Methode, die eben Sinn macht. Okay, also wir haben jetzt hier für diese Target Factory eben natürlich die Normal Throw Info Factory rausgesucht, weil 9 Pins entsprechen eben beim ersten Wurf einem normalen Wurf und deswegen auch Normal Throw. Wir kriegen hier jetzt eben von dieser Factory diese Factory Results und sehen hier eben, dass wir noch nichts verlinken müssen. Und wir fügen zu unseren Wurfinformationen eben jetzt diese erstellte Normal Throw Info mit hinzu. Geben das zurück. Der Spieler sieht, aha, ich habe noch mehr als 0 Pins übrig, deswegen werfe ich jetzt einfach nochmal. Und er hat jetzt 0 geworfen, das heißt, er hat quasi den letzten Pin nicht erreicht. Wir gehen wieder in Record Throw und suchen uns jetzt diese Target Factory raus. Und jetzt wird es ja interessant, wir gehen jetzt wieder in Create Throw mal rein. Wir sind wieder in der Normal Throw Info Factory in diesem Fall, weil er hat ja keinen Spare geschafft. Und wir sehen hier eben, dass der Count der aktuellen Würfe für diese Runde eben schon 1 ist und geben deswegen hier die 0 zurück. Dann werden hier der erste Wurf und der jetzige erstellte Wurf eben verlinkt. Das ist dieses Establish All References with Next. Da sind wir ja in dieser Base Throw Info Methode und verteilen hier einfach bloß die Referenzen an die richtigen Stelle, fügen diese erstellte Throw-Info hier dazu und geben Number of Pins for Next Round zurück. So, und jetzt hat er eben 0, ist nicht mehr möglich, dass er noch einmal wirft. Dadurch, wir verlassen die While-Schleife, fügen diese Score-Info zu unseren Score-Infos hinzu und genau das gleiche macht noch die Runde bei den Player Scores. Und dann ist der nächste Spieler dran. Also hier eben das gleiche.
und wir springen danach eben, wenn alle drei Spieler dran waren, aus dieser For-Each-Schleife raus und landen wieder bei Bowling Game, damit eben der Renderer diese Ergebnisse zeichnen kann. So. Und dann geht es eben weiter und wir sehen eben, hier ist eben jetzt eingetragen. Das haben wir ja eindeutig nachvollziehen können, dass eben der erste Spieler eine 9 geworfen hat und beim zweiten Wurf nichts geschafft hat. Ich sehe hier gerade, das ist doch ein Fehler gewesen, was ich hier gemacht habe. Es wird jetzt nämlich nichts anderes mehr angezeigt. So, deswegen muss ich wieder in die Base Throw Info zurück. Ich habe ja gesagt, hier soll er. Ja, das ist ja auch. Also ich habe hier gerade eben einen Denkfehler gehabt. Das Problem ist natürlich, wenn ich der erste Wurf bin, dann habe ich ja natürlich keinen Vorgänger. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall 0 zurückgeben, damit ich nicht sonst immer bei Null lande. Also es war alles richtig. Ich habe vorhin hier falsch überlegt, als ich das erklärt habe und geändert habe. Okay, dann machen wir diese ganzen Dokumente mal zu. Im Wesentlichen war eben das dieses Model. Sie finden hier eben in Core nochmal alles wieder dazu. Also eben die verschiedenen Klassen, die habe ich ja eigentlich alle angesprochen und auch die Abstraktionen, die dazu existieren. Genau so sieht das eben aus. Diese Klassen haben wir jetzt eigentlich im Prinzip alle mal angesprochen und wie sie aufgeteilt sind. Und letztendlich ist eben das Wichtigste sind eben diese Factories, die eben entscheiden können, welches Throw-Info-Objekt zu welchem Zeitpunkt erstellt werden soll. Also da liegt quasi die Regel, hat der Spieler jetzt einen Strike, darf er dann auch nochmal spielen und so weiter. Gut, dann kommen wir zum User-Interface. Beim User-Interface wird natürlich nicht mit Console-WriteLine gearbeitet und das Ganze sukzessive aufgebaut. Das heißt, wenn wir hier durchgehen, dann sehen wir ja, dass wir, je nachdem wie weit wir sind, eben in verschiedene Bereiche der Konsole rendern, in denen eigentlich schon, wenn wir Console-WriteLine einfach bloß benutzen würden, eben die eigentlich schon abgeschlossen sind. Was hier eben genutzt wird, wenn dieses Programm vorbei ist, ist eben, da schauen wir mal in den Render Skeleton Renderer, den meine ich hier. Der benutzt eben Console Cursor Left und Console Cursor Top, um eben die aktuelle Position auszurichten. Ich habe das hier nochmal ganz grob dargestellt, wie eben diese Tabelle aussehen soll in etwa. Und wir sehen hier, wir haben eben verschiedene Characters, um hier horizontale Linien zu rendern oder eben diese Anschlussstücke, diese Eckteile und auch diese Mittelstücke. Und die findet man eben alle in dieser Tabelle wieder, die auch schon für Übung 2 genutzt wurde. Also wenn wir hier nochmal kurz reinschauen, dann haben wir ja in der Übung 2 für den Rover diese Tabelle hier genutzt, die wir jetzt hier sehen. Das ist eben die Codepage 437 der Unicode-Tabelle und hier findet man eben auch diese ganzen Zeichen, die ich hier verwendet habe. Das ist hier eben dieser vertikale Strich, dieser horizontale Strich, diese Eckteile, hier sieht man die teilweise. Und hauptsächlich habe ich eben für diese
für diesen Rand der Tabelle eben diese Zeichen hier benutzt. Die findet man auch standardmäßig in den Render Characters wieder. Man kann auch einfach eine neue Instanz von dieser Klasse erstellen und dann die benutzten Render Characters ändern, wenn man möchte. Die werden hier eben diesem Score Table Skeleton Renderer übergeben. Und warum heißt der so abstrakt? Weil er eben nicht die Inhalte dieser Zellen rendert, sondern wirklich bloß dieses Äußere. Also letztendlich hauptsächlich die Border und die Spielernamen und die Rundenangaben. Und dazu schauen wir nochmal kurz im Bowling Game. Wenn hier eben Render New Score Table aufgerufen wird, wir debuggen mal bis zu dieser Stelle und drücken F11, dann sehen wir hier eben, dass dieses Render New Score Tables bloß den Aufruf an den Score Table Skeleton Renderer weitergibt. Wir landen dann eben hier in dieser Methode. Eben die Konsole wird freigemacht und Cursor Left und Cursor Top wird eben in die obere linke Ecke gelegt. Das heißt, der Nullpunkt für dieses Koordinatensystem ist sozusagen ganz links oben. Also das wäre hier oben. Da wird jetzt quasi der Cursor hingelegt, auf der Konsole natürlich. Und wenn wir dann weitermachen, dann wird eben sukzessive diese Headers erst für die Runden oder diese Überschriften für die Runden, um es auf Deutsch zu sagen, eben ausgegeben. Hier wird eben das Template Method Pattern oder eine Abwandlung davon eingesetzt. Das heißt, wir landen immer in dieser Render Template Method, die ist privat in dieser Klasse. Was hier eben passiert, ist, dass ein sogenannter String Builder eingesetzt wird. Ein String Builder ist eine effektive Version, um Strings zusammenzusetzen, ohne dass ich mir sozusagen für jeden Zwischenschritt einen neuen String baue. Der String Builder ist eben dazu da, dass ich einen String über mehrere Schritte hinweg aufbaue und dann nur einmal den String erstelle. Ist ein bisschen effektiver, als wenn wir String.format oder Console.write benutzen. Da, und dann wird eben, also was macht eine Template Method aus? Man macht eben Schritte, die in jedem Aufruf sonst notwendig werden. Also das sind eben diese String Builder Clear und Console Write Line String Builder to String. Und dann wird eben eine Methode, die über einen Delegate hier als Parameter mit übergeben wird, aufgerufen. Und in dem Fall landen wir eben in dieser anonymen Methode hier, wo eben die Render Round Headers eben dargestellt werden. Und diese anonyme Methode nimmt einfach bloß hier diesen linken Rand, der für die Spieler reserviert ist. Das geht, glaube ich, so weit. Und das ist eben, wenn wir hier weitermachen, dieses Apply Left Name Whitespace. Und dann gehen wir eben durch alle Runden durch. Die haben wir per Konstruktor wiederbekommen. Und setzen uns eben einen String zusammen. Das ist eben hier zwei Leerzeichen, die Rundennummer und ein Leerzeichen dahinter und fügen dann das diesem String Builder hinzu und das machen wir eben für alle Runden. Wie man hier sieht, wird er jetzt sukzessive aufgebaut. Wir können auch mal bis hier unten gehen. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber nachdem wir diese Methode eben wieder verlassen haben, landen wir wieder in der Render Template Method. Wenn dieser Delegate hier vorbei ist, wird eben das, was hier in dem String Builder während des Delegates eben umgesetzt wurde oder zusammengestellt wurde, besser gesagt, eben hier auf der Konsole dann ausgegeben. Ich möchte auch nochmal hier zeigen, wie diese Methoden vorher ausgesehen haben.
Also ich habe mir beispielsweise, wo haben wir es denn hier, Render Round Headers. Man hat sich eben immer einen String Builder erstellt und dann hier bin ich diese Runden durchlaufen und habe das eben hier so zusammengestellt, wie gerade auch in der anonymen Methode gesehen, und dann habe ich Console Writeline String Builder to String gemacht. Und das brauche ich eben nicht nur hier, sondern eben auch, ich müsste noch mal kurz, geht das jetzt? Kommen wir da hin? Da. Also wenn ich wieder hier reingehe, achso, nee, wir sind ja schon vorbei. Ich muss die Applikation leider noch mal kurz neu starten. Aber vielleicht an der richtigen Stelle aufhören. So. Das heißt, es wird eben jetzt erst diese Überschriften für die Runden gerendert. Kann man auch mal auf der Konsole sehen. Das schaut dann so aus, dass wir hier eben wirklich bloß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stehen haben. Und dann kommen eben diese Top Table Border. Und das wird letztendlich bloß ein Aufruf an Render Separation Line mit eben bestimmten Characters, die ich hier übergebe. Und auch hier wird wieder Render Template Method aufgerufen. Warum? Na, weil eben dieses String Builder festlegen und Console Write Line bei jeder dieser Methoden, die man hier sieht, wo haben wir es denn? Top Table Border, eben auch hier wird ein String Builder erstellt. Dieser String Builder wird dann in einer spezifischen Art und Weise verarbeitet und danach wird wieder Console Write Line für diesen String Builder ausgegeben. Und das passiert eben in all diesen Methoden. Und damit ich mir diese Zeilen sparen kann, habe ich eben hier diese Template Method gemacht, die das automatisch für mich macht. Und dadurch kann ich auch den String Builder immer wieder verwenden, letztendlich. Also wenn das hier ausgeführt wird, dann sieht das Skelett eben jetzt so aus. Und danach können wir eben hier weitergehen jeweils. So, dann kommen wir natürlich zum Update Score Table, was hier noch passiert. Also, wenn eine Runde komplett berechnet wurde, dann gehen wir jetzt eben durch diese Runde nochmal durch, genauer gesagt eben durch diese Player Scores, die die jeweiligen Spieler erreicht haben. Wir holen uns dann eben dieses Spielerobjekt und die sogenannte Round Score Info und sagen dann, dass wir eben diese Round Score Info rendern möchten. So, was passiert hier? Wir gehen wieder zum Table Skeleton Renderer. Und der soll eben jetzt diese Startposition, in die wir reinrendern möchten, festlegen. Also nochmal, hier wird letztendlich Console Cursor Top und Console Cursor Left, beispielsweise wenn jetzt der erste Spieler dran ist, auf diese Zelle festgelegt. Der Ursprung der Konsole ist ja hier oben irgendwo und wir müssen uns jetzt eben den X- und Y-Wert für diese Sache hier berechnen. Und das passiert eben jetzt hier. Das wird einerseits über den Index der Runde, andererseits über den Index des Spielers gemacht. Und der X-Wert, also der Left-Wert sozusagen, wird eben aus diesem Left-Name-Margin festgelegt. Dann der Dicke der sozusagen hier eines solchen Abgrenzers, eines Tabellenrands, auf Englisch eben Border, und eben dieser diesem Index, wo er liegt, mal Anzahl der Zellenbreite. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise in Runde 3 etwas zeichnen wollen, dann heißt es eben, dass der Index dieser Runde 3 gleich 2 ist und wir müssen eben nochmal diese Zellenbreite, die ich hier eben mit 4 festgelegt habe, weil es eben genau 4 Zeichen sind, bis wir in der nächsten Zelle sind, dann müssen wir eben
das mal der Anzahl des Indexes nehmen. Das wird hier so gemacht und nach genau diesem gleichen Prinzip wird eben der y-Wert von oben berechnet. Das heißt, wenn ich muss erstmal die Header Thickness nehmen und die Border Thickness allgemein, die ist ja auch 1, dann bin ich sozusagen von oben aus gesehen in dieser richtigen Zelle, und wenn ich jetzt eben hier unten landen möchte, dann muss ich eben nochmal dem Index des jeweiligen Spielers mal der Zellenhöhe nehmen. Und genau das gleiche wird eben jetzt auch hier gemacht. Also dieser Skeleton Renderer weiß natürlich, da er das Skeleton aufgebaut hat, also das Grundskelett dieser Tabelle, dass eben oder an welcher Stelle eine bestimmte Sache ist oder eine bestimmte Zelle ist, um genauer zu sein. Und dann wird einfach bloß noch auf den sogenannten RoundScore Info Renderer, das ist auch wieder eine eigene Klasse, wird eben Render aufgerufen. Und was hier passiert, ist eben, dass man mit ConsoleWrite bestimmte Sachen reinschreibt. Also wir merken uns erstmal die Startposition mit ConsoleCursorLeft. Dann wird eben die obere Seite oder die obere Zeile, also das hier, was ich jetzt gerade markiere, das hier wird gerendert und danach eben die untere Zeile. Und das wird eben gemacht, indem wir hier, wenn wir Render Topline aufrufen, dann schauen wir uns eben an, wie viele Throw-Infos sind in dieser Score-Info enthalten, und wir kommen hier eben jetzt in den Fall, dass es 2 sind. Das heißt, das Ganze muss so formatiert werden. Wir machen einen Console-Write und gehen dann wieder raus. Dann legen wir eben Left wieder auf die Startposition fest, weil Write verschiebt eben pro Zeichen, das geschrieben wurde, dieses Cursor-Left um 1 nach rechts. Also es wird um 1 erhöht, um genau zu sein. Und wir zeigen dann aber in die nächste Reihe, indem wir Cursor Top noch um 1 erhöhen. Und dann wird eben die untere Zeile von dieser Score-Info gerendert. Und wir gucken erstmal, hat das Ding einen Wert? Nein. Dann machen wir eben nichts und das bleibt leer. Das heißt aber, dass er eigentlich wahrscheinlich einen Strike geworfen hat. Genau. So, dann gehen wir mal zu einem Spieler, der hoffentlich keinen Strike hat. Und wir dann eben nochmal diese Render Bottom Line haben. Genau, der hat keinen Strike geworfen, das heißt, wir können den Total Score direkt ausgeben. Also die untere Zeile, wir holen uns eben diesen String und gucken an, wie viel White Spaces wir noch links daneben packen müssen, weil der Score ja unten rechts steht. Und dann packe ich eben so und so viel White Spaces noch mit dran und gebe dann nur diesen String aus. Und der Wert hier ist ja, er hat eine 8 geworfen. Genau, und wir sehen dann hier eben auf der Konsole, sieht das so aus. Wenn wir nochmal ranzoomen, wir haben hier eben oben links, hat er beim ersten Wurf die 8 und beim zweiten Wurf hat er nichts getroffen. Und das heißt, dass eben in der unteren Zeile eben 2 Leerzeichen sein müssen und dann kommt direkt die 8. Damit das eben genau gleich aussieht wie bei diesem Anzeiger hier. Was ich jetzt eben noch nicht in diese Score-Table mit eingebaut habe, ist diese Total-Spalte. Aber das kann man ja jeweils hier unten auch immer ausrechnen. Oder ablesen, besser gesagt. Okay. So geht sozusagen das Rendern einer Zelle. Und dann kommt eben noch ein großer Punkt, dass eben diese Informationen oder teilweise müssen eben Zellen wieder gerendert werden, eben genau dann, wenn es sich um einen Strike oder Spare handelt. Warum? Weil eben genau diese beiden Sachen, wie vorher gesagt, von den nächsten Würfen noch abhängig sind. Und das heißt, wenn es sich eben hier um einen regulären Spare oder einen regulären Strike handelt, bei dieser Score-Info,
dann halte ich die in einer zusätzlichen Liste fest und diese wird einfach neu gerendert, wenn eben diese Sachen hier eintreffen. Also quasi eigentlich in, wenn eine nächste Runde abgeschlossen ist, also auch er hatte anscheinend einen Strike. So, dann gehen wir mal weiter, dann schauen wir uns die nächste Runde an und rendern die dann. Also wir rendern erstmal alles vom Spieler jeweils. Hier hat keiner einen Strike geworfen. So, die Spare Render Infos müssten eigentlich leer sein, weil... Doch. Achso, es sind zwei Spare... Entschuldigung, es sind zwei Spares geworfen worden. Und das heißt, die entsprechenden Zellen... Also letztendlich, schauen wir mal hier, diese beiden werden jetzt eben nochmal neu gerendert, weil für den Spare jetzt der Wert hier jeweils eben wieder vorhanden ist. Und das heißt, hier wird einfach nochmal Render Score Info aufgerufen und dieses Element dann entfernt. Und wir sehen eben, hier wurde jetzt die 13 noch hinzugerendert oder gezeichnet, weil wir eben jetzt wissen, dass für den nächsten Wurf die 3 eingetragen wurde und diesen Wert können wir jetzt eben zum Spare hinzurechnen. Und genau das gleiche passiert eben auch hier. Dann. Ja, so funktioniert eben das Bowling-Spiel. Okay, wir haben hier noch einen Fehler drin. Es kann aber auch sein, weil ich gerade durchdebuggt habe, dass es da zu einem Fehler kommt. Den muss ich mir nochmal anschauen bei Gelegenheit. Aber so ist prinzipiell der grundsätzliche Aufbau des Programms. Und es war eben eine relativ komplexe Aufgabe, das zu schreiben, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass es so zeitaufwendig wird, dieses Programm so umzusetzen, dass es passt. Aber im Prinzip, wenn ich das Programm starte, das kann ich auch nochmal kurz zeigen, dann erstelle ich eben hier noch schrittweise eben die ganzen Objekte und stecke sie zusammen. Also hier eben ein Random-Generator. Dann eine Liste von Spielern, die ich eben mir über diese Vorschleife erzeuge. Dann eben die Runden 1 bis 9, in denen eben diese normalen Throw-Info-Factories eingesetzt werden. Und hier noch die letzte Runde, wo dann eben diese Last-Round-Factories eingesetzt werden. Dann für das User-Interface diese Renderer. Und dann lege ich noch auf der Konsole das Output-Encoding auf Unicode fest, damit ich eben diese eingesetzten Zeichen direkt rendern kann, ohne dass ich es über den Umweg machen muss, diese Page 437 auf ASCII-Buchstaben umzumappen sozusagen. Und hier sage ich eben, dass der Cursor für dieses Programm nicht sichtbar sein soll. Dann können wir das Ganze nochmal anschauen, wie das offensichtlich geht. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.